Die Stars stehen bereit, denn jetzt beginnt die große Live-Gala Ein Herz für Kinder 2020. Herzlich willkommen bei Ein Herz für Kinder, live aus Berlin. Und hier ist Ihr Gastgeber, Johannes Bekerner. Guten Abend. Guten Abend. Das ist aber nett. Wir freuen sich. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke sehr. Ein Herz für Kinder. Kurz vorm zweiten Advent. Guten Abend, live aus Berlin. Schön, dass Sie dabei sind. Und danke euch, danke Ihnen allen für den freundlichen, freundschaftlichen Empfang. Wenn ein Virus die ganze Welt auszubremsen scheint, wenn selbst der Advent nicht mehr ist, wie der Advent eigentlich sein sollte, wenn Kälte da vorherrscht, wo eigentlich Wärme sein sollte, dann und gerade dann dürfen wir die Kleinsten der Kleinen nicht vergessen. Denn Kinder hungern, Kinder sterben an den Folgen von Mangelernährung, Kinder leiden an Krankheiten, die immer noch viel zu wenig erforscht sind. Wir alle zusammen wollen versuchen, das alles zumindest ein Stück weit zu ändern. Und Sie wissen, wir brauchen Ihre Hilfe. Und wir sind dankbar für die Anwesenheit von vielen großen, bedeutenden deutschen Menschen, die hergekommen sind, deutschen und internationalen, um Ihre Anrufe entgegenzunehmen. Ich sage danke, Barbara Schöneberger. Stargeiger David Garrett. Herzlich willkommen, David. Lisa und Lena sind bei uns zu Gast und haben sich auf besondere Art und Weise engagiert. Musiker und Weltstar David Garrett reist nach Windhoek, in das Armenviertel Katutura. Vom großartigen Einsatz der Studentin ist er tief beeindruckt. Ich bin hierher gekommen, um Lena zu unterstützen, weil sie etwas auf die Beine gestellt hat in ihren unglaublich jungen Jahren, was einfach beeindruckend ist und ich glaube, jeden, der das sieht, total ans Herz geht. Durch die Corona-Pandemie kümmert sich Lena heute in ihrem Waisenhaus um weit mehr Kinder als vorgesehen. Bei uns im Inami-Kinderheim haben wir mittlerweile fast doppelt so viele Kinder wie im letzten Jahr. Einige von den Kids haben wir während des Lockdowns aufgenommen, weil sie auf der Straße gesessen haben und gebettelt haben. Wenn mehr Platz da wäre, könnten wir noch mal doppelt so viele Kinder aufnehmen, weil die Not einfach so groß ist. Unterstützt durch Spenden von Ein Herz für Kinder konnte Lena einen Kleinbus anschaffen, der jeden Morgen Kinder sicher in die Schule bringt. Und auch in ihrem Waisenhaus hat sich einiges verändert. Durch die Hilfe von Ein Herz für Kinder konnten wir unser Kinderheim Inami komplett ausbauen. Wir konnten zwei wunderschöne Klassenräume errichten. Dann konnten wir eine Grundstücksmauer errichten, die dient dazu, die Kinder vor Kriminalität zu schützen, da wirklich bei uns nachts eingebrochen wurde und den Kindern ihre Bettdecken aus den Betten durchs Fenster geklaut wurden. Tausende Familien in Windhoek haben derzeit keine Einkünfte und nichts mehr zu essen. In ihrer Suppenküche versorgt Lena mit ihrem Team hungernde Kinder mit einer kostenlosen, warmen Mahlzeit. Durch die Corona-Pandemie waren die Suppenküchen eine ganze Zeit lang geschlossen. Und jetzt haben wir endlich wieder auf. Aber es sind jeden Tag immer mehr Kinder, die kommen, weil sie Hunger haben. Regelmäßig packt Lena mit ihren Helfern Lebensmittelpakete, um sie in entlegenen Dörfern zu verteilen. Eine Notversorgung, um Hunger wirksam zu bekämpfen. In den Paketen sind Nudeln, Reis, Bohnen, Mehl. Zurzeit sind diese Lebensmittelpakete unglaublich wichtig, weil durch die Corona-Krise sehr viele Eltern der Kinder ihre Arbeit verloren haben. Lena Palm führt David Garrett in ein Dorf 60 Kilometer südlich von Windhoek. Hier ist die Lage besonders dramatisch. Es sind Zustände, die ich so in meinem Leben noch nie gesehen habe. Was mir natürlich direkt durch den Kopf schießt, ist, dass wir einer absoluten Überflussgesellschaft natürlich in Deutschland leben. Was mit den Ressourcen, die wir haben, ob es jetzt Wasser, Essen,
Klamotten, wie wir damit umgehen, das gibt einem echt zu denken. Kinder wie Mimi und LJ sind auf die akute Hilfe angewiesen. Kilometerweit schleppen sie die Lebensmittel, die eine Woche reichen müssen. Für sie und ihre 8 Geschwister, die alle bei der Oma aufwachsen. Es ist wirklich für mich schwer, manchmal die Worte zu finden. Kommst rein, siehst eine ganz andere Welt. Eine Familie, die nur von der Rente, von der Großmutter lebt, den Unterhalt, Strom, Wasser, Essen für alle so finanzieren muss. Mimi und LJ haben ihr Paket heute bekommen. Doch nicht für alle im Dorf hat die Lebensmittelspende gereicht. Im ersten Moment denkst du, man hat 100 Pakete zusammengepackt, das reicht. Nicht mal im Ansatz. Ist man schon irgendwie erschrocken, dass man dann plötzlich viele, viele Kinder vor sich hat, die dann leer ausgehen. Ich finde es unerträglich, Kinder hungern zu sehen. Und ich glaube, deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, die Arbeit von Lena zu unterstützen. Lena Palm will in diesem Dorf eine Suppenküche und eine Schule errichten. Und ihr eigenes Waisenhaus soll größer werden für mehr bedürftige Kinder. Ein Herz für Kinder möchte Lenas Arbeit auch in Zukunft unterstützen. Mit ihrer Spende. Für 1 Euro können Sie ein Kind einen gesamten Tag lang ernähren. Hinten wird noch fleißig gebaut. Es gibt einen Anbau, noch mehr Schlafmöglichkeiten. 60 Euro kostet ein Bett. Ich zähle auf Sie, rufen Sie an, helfen Sie Lena. Was für ein besonderes Engagement. Lena Palm, die Ehrenpreisträgerin des vergangenen Jahres, ist bei uns zu Gast. Willkommen, Lena. Und noch einmal herzlich willkommen, David, Jared. Lena, wir konnten helfen, wir alle zusammen, also die Zuschauerinnen und Zuschauer insbesondere. Aber wir müssen weiterhelfen. Was haben wir geschaffen und wo fehlt es? Ja, man konnte es gerade wunderbar sehen. Also wir konnten unser gesamtes Kinderheim ausbauen. Wir haben mittlerweile fast doppelt so viele Kinder. Durch den Bus können wir ganz, ganz viele Kinder sicher jeden Tag zur Schule transportieren. Und das war für uns, aber auch für die Kinder ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung. Dein Besuch in Katatura, David, was hast du mitgenommen? Welche Bilder lassen dich nicht los? Welche Gedanken? Ich glaube, alle Bilder. Also es war schon wirklich schwer, sich das auch live anzugucken. Die Bilder geben es nicht richtig wieder, was da für eine Armut herrscht. Was mich allerdings auch wahnsinnig bewegt hat, ist der Respekt in der Familie, der Zusammenhalt auch in der Familie bei den Ärmsten. Das ist etwas, was ich wirklich mitgenommen habe. Großartig. Lena, wie ist die aktuelle Lage in Namibia? Wie ist die aktuelle Lage dort, wo du hilfst? Ja, also nach einem langen Lockdown, wo die Suppenküchen und auch die Schulen sehr, sehr lange geschlossen waren, sind nun die Schulen zum Glück wieder offen. Die Zahlen waren in den letzten Monaten stabil. Mittlerweile gehen die Zahlen der Corona-Infizierten aber wieder hoch und wir machen uns jetzt schon langsam Sorgen, dass wahrscheinlich ein zweiter Lockdown auf uns zukommt. Und ihr braucht natürlich nach wie vor die Hilfe, die Unterstützung. David, warum ist dir ein Herz für Kinder wichtig? Warum war es dir wichtig, ein Projekt vor Ort anzuschauen? Weil es um Kinder geht, weil es um Menschen geht, denen es wesentlich schlechter geht als uns. Natürlich war es auf gut Deutsch ein beschissenes Jahr für ganz, ganz viele. Allerdings darf man auch nicht aus den Augen verlieren, dass es Länder und Menschen gibt, denen es viel, viel schlechter geht, wo Wasser, Lebensmittel, wo es überhaupt nichts gibt, was wir als selbstverständlich hier in Deutschland ansehen. Und da muss man einfach helfen. Abgesehen davon ist Lena eine großartige Frau, ein Riesenvorbild auch für mich. Ja, ganz besonders. Insofern war mir das eine große Ehre, hoffentlich ein bisschen helfen zu können. Was kann man mit 5 Euro, was kann man mit 10 Euro, was könnt ihr mit 20 Euro machen? Ja, also wir möchten eine neue Schule bauen und in dieser Schule kann man mit 5 Euro ein Kind einen ganzen Monat lang ernähren. Mit 10 Euro kann man den gesamten Schulbedarf zur Verfügung stellen. Also jeder Euro hilft und jeder Euro kann das Leben eines Kindes dort anders machen. Absolut. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Stichwort, weil für mich war es auch wichtig, nicht nur aktiv vor Ort zu sein, sondern ich wollte auch mit gutem Beispiel heute ein bisschen vorangehen. Schauen uns ja auch Millionen Leute zu und ich finde, man sollte da keinen Igel in der Tasche haben, ganz im Gegenteil. Ich habe meinen guten Freund Thomas Sabo angerufen. Das Ganze hat mich echt so bewegt, dass ich gedacht habe, ich fange mit einem guten Beispiel an und du darfst da reingucken. Ich will ja auch, dass diese Sendung wirklich
eine erfolgreiche Sendung wird. Vielen, vielen Dank nochmal an Thomas Sabo für die auch großzügige Unterstützung. Und David Garrett bringt für uns alle überraschend einen Scheck über 50.000 Euro mit. Wow. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Was für eine großartige Geste. Vielen Dank. Toll. Grüße an Thomas und danke dir fürs Engagement, David. Ina, danke für den erneuten Besuch bei Ein Herz für Kinder. Danke, dass ich bin sicher, viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden dich und deine Arbeit weiter unterstützen. Danke euch. David hören wir später noch musikalisch. Wir freuen uns und wir sind dankbar, dass ihr beide hier seid. Also, ich sag's noch einmal. 01802 10 10 10. Oder ganz einfach wo online. Wo ist David Garrett? David! Hier unten? Ich hatte dich eher oben verortet. Du bist für mich der klassische Obentyp, ehrlich gesagt. Hast du? 2000 für ein Mikro. 2000 für ein Mikro? Ja, nee, hab ich. Ich brauche ein desinfiziertes für den David. Der braucht ein ganz frisches Ding. Jetzt pass auf. Du meinst, er ist fies für mich? Du meinst, David ist fies für mich? Nein, ist er nicht. David, hast du in deiner engen Hose Platz für ein dickes Portemonnaie? Für dich doch immer. Barbara, meine Güte. Da fangen wir schon an zu stottern, man ist so nervös. Ich habe dich gerade eben ja schon in Aktion gesehen, aber vielleicht hast du noch ein bisschen was übrig. Na, packen wir noch einen Tausender oben drauf. Oben drauf, das ist eine super Sache. Machen wir kurz und knackig. Jetzt pass auf, jetzt wird es nämlich ganz doll, weil ich habe tatsächlich einen kleinen Zauberworkshop mit dem Maxl gemacht und der hat mir die nötigsten Sachen beigebracht. Deswegen werde ich versuchen, meine wenigen Hexenkünste jetzt hier anzuwenden, indem ich sage, Simsalabim, Katsching! Uah! Mein Gott, läuft das hier gut, oder? Und was ist es? Es sieht ein bisschen aus wie die Schlittschuhtasche von den Klitschkos, aber es ist tatsächlich, und jetzt haltet euch fest, und du hast es gewonnen, gekauft, eine Ein-Mann-Sauna mit diesem traumschönen Hocker. Es ist ja, und jetzt, es ist ja pass großer. Auf, David, ja. Meine ich, du machst das zu. Jens Spahn ist begeistert, das sollte jeder kassenärztlich verschrieben kriegen. Dieses Traumteil für nur 1000 Euro ermöglicht dir, während du die Lockdown-Funde herunterschwitzt und dein Immunsystem stärkst, noch weiterhin Geige zu spielen. Ist das nicht toll? Faszinierend. Und jetzt schau dir dieses schöne Ding an. Unsere Silvi kann es als Wochenendhaus benutzen. Es ist ein einziger Traum. Ich bin begeistert. Dankeschön, Barbara. Freust du dich? Absolut. Wunderbar. Ich bin begeistert. Ich bin so froh, wenn ich Menschen glücklich machen kann. Und das gelingt mir hier wirklich fliegend. Maxler, hast du noch eine letzte Sache? Jetzt soll ich sagen, jetzt haben wir Sauna. Was wollen wir noch alles essen? Vielleicht machen wir was mit Essen. Vielleicht machen wir was Bayerisches? Ja, sehr gern. Bayerisch ist immer gut. Achtung. Ein grillfrisches Brathändl. Nein, ich werde verrückt. Ja. Na okay, pass auf. Wir sind nicht bei ein Herz für Kinder, da können wir schon besser machen. Ja, schon ein bisschen was drauflegen, oder? Nehmen wir doch gleich ein echtes, oder? Bravo, das nehme ich für 2000 Euro, wenn du es mir jetzt in die Garderobe zauberst mit Kartoffelsalat. Vielen, vielen Dank. Machen wir. Magic Maxl. Und? Bei uns gibt's Musik, besondere Musik von einem außergewöhnlichen Künstler. Wir haben ihn eben schon im Gespräch erlebt, aber natürlich wollen wir auch seine musikalische Darbietung hören. Er versucht musikalisch einen Gruß darzubieten, der uns alle eigentlich ein bisschen anfassen sollte. Denn das, was jetzt kommt, das von der wundervollen Welt, das ist vielleicht ein Gedanke, den wir nicht so leichtfertig vergessen sollten. Kleine Glücksmomente, einfach mal festhalten, erinnern und miteinander erleben. David Garrett interpretiert Louis Armstrong, What a Wonderful World. Thank you.
besonders schön. David Garrett, What a Wonderful World, begleitet vom Kinderchor Canzonetta hier aus Berlin-Lichtenberg. Schön, euch hier zu haben. Danke fürs Mitmachen. Bei uns zu Gast ist Wolfram Leibe, der Oberbürgermeister der Stadt Trier. Herr Oberbürgermeister, Sie haben Schreckliches miterleben müssen am Dienstag dieser Woche.